Mach dir mal ready oder was soll das werden? What do we have here? Das Ding wird mich jetzt so zerlegen. Was für hell bist du? Das ist irgendein Hund. Das Geistfeuer irgendwas? Das sieht so weird aus. Das erinnert mich ein bisschen an Lichte. Die ist schon irgendwie cute, ne? Ist ein Geist. Ein nächste Pokémon ist nicht gerade allein. What a cutie. Okay, let's see. Wo wollen wir überhaupt hin? Ich habe schon wieder komplett die Orientierung verloren. Weißt du was, wir gehen jetzt erstmal hier oben das Ding gucken und I guess dann gehen wir mal das gucken und I don't know. Der hier geht mir zwar immer noch auf den Sack, aber ich sehe halt nicht wo. Ich meine, ich könnte jetzt einfach mein Bike nehmen und genau in die Richtung fahren. Und literally nichts finden werden. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das Ding trollt mich. Das ist bestimmt hier irgendwo und lacht mich aus. Nee, wir gehen jetzt erstmal hoch zum Pokémon Center. Ist das überhaupt der richtige Weg? Das ist literally die falsche Richtung. Die richtige Richtung ist nach Blau. Also nach Osten. Oh, gegen dich habe ich noch nicht gefightet? Okay, cool.
Das ist schlecht. Dein Tetra ist Kampf. Der Boden ist sehr effektiv gegen Geist. Gut, das ist gegen den Gefühl. Natürlich Hypnose. Ich schwöre, wenn du mich jetzt noch... Obwohl, du kannst mich nicht paralysieren, weil ich schon schlafe. Sleepy Doggo ist sleepy. Uh-oh. Vermauks. Vermauks ist Flug und Licht. Pokémon wird einfach eins mit dem Sand. Ich bin 17 und der ist 13. Donnerschlag müsste mehr als genügen. Ja, okay, gut. Gut, dass ich nicht... Ich habe vergessen, dass der den Kram hat. Aber das wird die Paralyse direkt aufheben. Achso, stimmt, wir suchen ja das One Piece, da war ja was. Total vergessen. Oh, entwickelst du dich endlich? What the fuck? Das ist Fadenfalle. Anwender spannt als Netz aus Fäden und wird so vor Angriffen geschützt. Berührt ihn nur ein Angreifer, sinkt dessen Initiative. Aha. Interessant. I guess. Sure. Was ist das? Keine Ahnung. Etwas, was nicht in meinem Team sein muss. Was nehmen wir denn stattdessen rein? Nun, was haben wir denn in der Theorie? Wir haben... Irgendwas Wässriges wäre cool. Maybe schlägt er? Gibt es irgendein neues Wasser-Pokémon, was ich gefangen habe, aber noch nicht irgendwie... I mean, wir könnten das hier probieren, den Spucks hier. Oder wir könnten Blip probieren. Weil Blip hat Aquaknarre, warum auch immer. Warum hat Blip Aquaknarre? Plus Angriff, minus Spezial... Minus Special Defense ist meh.
Du bist Gift, Boden, Boden. Geist Elektro ist so ein weirdes Pairing. Ne, weißt du was, wir finden jetzt einfach den komischen Scheißer hier. Du musst halt echt nicht in meinem Team sein. Kann ich nicht irgendwas nehmen, was vielleicht noch eine Entwicklung braucht? Sure, hier, pass auf, du kommst jetzt hier einfach mal rein für den. Okay, wo ist das Pokémon Center? Das Pokémon Center ist in welche Richtung? Da drüben, okay. Ja, ich will zuerst im Center. Da ist noch so ein Salzding. Du willst aufs Maul? Okay, sure. Wir können dir aufs Maul geben. Und vielleicht kriege ich dann sogar meine Entwicklung hier. Mein Kopf sagt mir, das Vieh ist normal, aber es ist nicht mehr normal, es ist, glaube ich, jetzt Fee. Oh Gott, please don't. War das so notwendig, mich zu verwirren? No, 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 no. Come on. Hat keine Wirkung. Aha. Fukano so, like, hi! Springt mal eben ins Bild. Springt wieder aus dem Bild. Okay, wir gehen jetzt erstmal zu dem Center da. Was bist du? Chirugel. Okay. Sogar ein bisschen Defense. Ein bisschen viel Defense. Obwohl, der setzt Heuler ein. Ich bin voll Idiot. Okay, bist du das? Das ist actually Flug, irgendwas. Das ist ein Tank, man. Holy shit, ey. Wirklich? Wir brauchen sonst noch XP. I don't know, du maybe?
Ich muss gleich schon wieder neue Bälle kaufen. What the hell? Wenn wenigstens reduziert er meinen Angriff, das ist ganz nice. Und jetzt überlebt er wahrscheinlich auch noch ein paar Tackles. Wenn jetzt nochmal Heuler macht, kann ich vielleicht noch einmal. Ich habe bisher alles in einem normalen Ball gefangen und du musst mir das jetzt kaputt machen, ja? Ja, du musst mir das kaputt machen, ich sehe das schon. Lass mich raten, Normalflug. Feuerflug. Interessant. Keine Weiterentwicklung. Ja, ich lösche mir Pamo. Vieh ist irgendwie knuffig. Ich weiß nicht warum. Ich finde das Vieh knuffig. Wait, das ist Elektrokampf. Ha. Ich dachte, das bleibt nur Elektro. Elektrokampf, hä? Das ist ein ziemlich gutes Typing. Ich habe halt mehr Physical als normal. Ich will nicht wirklich Donnerschock verlernen. Aber ich habe halt nur 26 Special Attack. Cutie. Okay, cool. Das heißt, ich könnte an sich ein anderes Flug-Pokémon reinnehmen, ne? Wieso habe ich 15.000 normale Punkte und nur 6.000 Geld? What the hell? Warum kann ich überall nur normale Poké-Ding-Siege kaufen? Ist hier irgendwas, wo ich jetzt sage, ach guck mal! Hier ist angeblich auch so ein Vieh. Was ist denn hier unten drin? Let's see. Eissturm.
Ich wollte euch echt nicht attacken, aber ihr lasst mir keine Wahl, Mann. Okay, Audio ist like, what the hell? Au. Hier sehe ich jetzt nichts. Nimm dich. Ich weiß nicht, was dein Typing ist. Ich weiß es nicht mehr. Wirklich? Ich kann, du kannst mich nicht nochmal eingehen, weil ich jetzt eh einschlafe. Okay, was haben wir hier? Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Ich meine, es ist Eis. Das heißt, die Feuer-Pokémon zu nehmen, ist vielleicht gar nicht so dumm. Ich meine, ich könnte es auch einfach so machen, ne? Aber weiß ich nicht. Ich traue NP. Ich traue Dings halt nicht. NPCs.
Oh, das ist das Toxic-Vieh, okay. Ach ja, das geht ja nicht. Hallo, Spiel? Moshi Moshi? Ne, das Vieh wurde ziemlich zerstört. Ich weiß halt nicht, was für ein Pokémon der James da benutzt. Ich hab noch nie gesehen, das Vieh. Jetzt systematisch hier alles durch, bis ich diese scheiß Vieh gefunden habe, ne? Ja, aber das ist hier. Angeblich da in den Busch, außer ich drehe die Karte. Dann wandert es auf die andere Seite. Ich meine, der Dreh- und Angelpunkt ist basically auf dem Ding oben drauf. Ist hier überhaupt drauf? Ich wollte echt hier nicht reinfahren. Oh, ich bin doch am Schlafen? Schlaf. Oh Gott, okay. Ist nicht so tragisch. Ich kann fix das. Wirklich. Super unnötig. Ja eben, ich bin bereits vergiftet. Auch zu vergiften. Ist das nur Gift-Moves? Das ist weird. Also was wir auf jeden Fall brauchen? Wir brauchen auf jeden Fall einen Ditto oder sowas zum Breeden. Wenn es Breeden überhaupt gibt, das ist noch eine ganz andere Sache. Wirklich, ich sterbe echt am Gift, das mich nervt. Na, ich überlebe es.
Snacks. Snacks sind immer gut. Brüller. Nein, I don't think so. Das Pokémon bringen sie später. Ja, das habe ich schon rausgefunden. Danke, Spiel. Das sind die komischen Feuerbirds. Ich sagte, ich finde dieses eine Vieh nicht, was mich wahnsinnig macht. Würde es eigentlich schlafen, mein Kopf so nö. Ja, kenne ich. Kenne ich zu gut. Ich suche jetzt hier jeden Millimeter ab, dieser Scheißwüste. Das kann doch nicht sein. Wo ist dieses Scheißvieh? Da oben ging's zu dem Raid. Das sind Promis. Das Pokémon gibt es bei mir nicht. Das haben sie rausgepatcht. Ich meine, es hilft auch nicht, dass diese Wüste halt extrem crazy ist. Mit LOL, verfahr dich mal. Hilft auch absolut null. Hattest du deins in der Wüste gefunden, Eva? Das ist ein really struggling hier. Wow, hi. Okay, see ya. In der Nähe vom Pokémon Center im Gras. What? Achso, das ist okay. Du kannst sie nicht anklicken, wenn du auf dem Dings bist. You cannot do this on the bike. Was ist denn hier, eine Leiter? Warum ist hier eine Leiter?
nach oben zurückkehren. Ich gehe eine Leiter runter, Spiel. Ich möchte das. Oben beim Pokémon Center im Gras. Okay. Weil ich finde hier literally gar nichts. Ich laufe gerade einfach nur irgendwo hin, wo ich Items sehe. Was nicht hilft, weil ich inzwischen das Gefühl habe, dass die Items einfach wieder neu spawnen. Da laufe ich im Kreis. Die eigentliche Frage ist ja, wie mache ich dieses Event hier? Also das Ding da oben. Na Gott, ich drücke immer die falsche Taste dafür. Weil gestern muss ich von oben kommen. Was ist das? Versteck der Feuermitglieder, okay. Du meinst quasi hier im Gras oben. Ich gehe nicht raus, bevor ich das Vieh nicht gefunden habe. Ich bin jetzt stur. Shitvogel. Ein bisschen weiter da hinten rein. Östlich aus der Stadt raus das Center. Was ist das hier? Oder das? Oh, du meinst das erste Center? Okay. Ich meine, es könnten halt verschiedene Positionen sein, weil Lul, Scarlet und Violet Differenz. Weil ich sehe nur Shinox in rauen Unmengen. Nee, der sagt mir aber auch, dass das hier. Ich sehe es halt einfach nicht. Richtung Norden, da steht einer zum Kämpfen. Der hier? Oder vielleicht hier rechts in dem trockenen Gras? Warum ist das nur effektiv? Weil Fee.
brauchen immer noch Elektro. Okay. Hab ich irgendwas, was gut ist gegen Fee? Was war gut gegen Fee? Stahl? Irgendwas? Gegen sie? Ich habe literally gar nichts. Okay, cool. Gut. Paralyse. Ja, hier bist du einfach draufgetreten aus Versehen, okay. Ich find's halt gut, einfach, dass ich durch das gesamte Gebiet gehe und das Ding nicht einmal gesehen habe. Das ist halt mindblowing. Mehikel ist das Pflanzending. Sehr komische kleine Pflanzenhirsch. Baby Bambi. Yep. Oh boy, du bist tot. Du bist so tot. Aber das hilft dir auch kein Rutenschlag. Bis für Pamano, hä? Huh? Bis hat halt 60 und Flinch. Ruckzuckief hat 40 und Prio. Ich glaube, ich nehme Biss einfach, weil meine Verteidigung absolut meh ist. Und wenn ich immer am Zug hindern, wenn ich irgendeinen Gegner am Zug hindern kann, ist das sinnvoller. Am Zug hindern, ja. Ich sehe gerade erst, dass hier oben so ein Ding drauf sitzt. Upp. Hier bist du draufgetreten, hä? Ich hab ja nur die Salzdinger an rauen Unmengen. Was ist mit dir? Wolf von Eiswiglet.